Bis zu 100 Euro mit YouTube verdienen und das sogar ohne eigene Videos zu verwenden. Wie funktioniert das? Erkläre ich dir alles in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema YouTube, wie du mit YouTube Geld verdienen kannst und das sogar ohne die eigenen Videos da hochzuladen. Das erkläre ich dir alles in diesem Video. Es sind einige Sachen, die du beachten musst, damit du keine Probleme bekommst. Das Geile ist, das Geschäftsmodell hier benötigt tatsächlich nur deine Zeit, das heißt fast sehr, sehr wenig Startkapital oder gar kein Startkapital. Und ich werde dir einfach in diesem Video zeigen, wie einige sogar bis zu 50.000 Euro jährlich halt mit YouTube umsetzen. Als erstes, bevor wir damit loslegen, musst du einfach verstehen, wie funktioniert überhaupt dieses Geschäftsmodell, wie verdienen die YouTuber ihr Geld. Das funktioniert einfach anhand eines CPM-Werts, das heißt, sehr kompliziert vielleicht für dich, ganz einfach erklären wir so, pro 1000 Aufrufe bekommst du 3 Dollar im Durchschnitt. Das bedeutet, wenn dein Video 1 Million Aufrufe bekommt, bekommst du dann am Ende 3000 Dollar. Ja, das ist halt der Betrag, der dir ausgezahlt bekommst, den du ausgezahlt bekommst von YouTube dafür, dass du einfach die Zuschauer auf deine Videos gehalten hast. Und jetzt fragst du dich, ja, wie kann ich überhaupt Videos hochladen, die jetzt mir nicht gehören und damit Geld verdienen, ohne Strafe zu bekommen, ja, weil du darfst nicht irgendwelche Videos, irgendwelche Fotos einfach nehmen und dann weiter veröffentlichen, weil das ist im Endeffekt urheberrechtlich oder die Inhalte können urheberrechtlich geschützt. Deswegen zeige ich dir das ganz einfach. Ich habe hier Top 10 angegeben, da kannst du zum Beispiel Top 10 Sport oder gehen wir einfach mal Top 10 Trains. Einfach hier mal aus Spaß, dass wir einfach suchen nach Zügen. Und dann finden wir ein Video, der hier quasi auf YouTube veröffentlicht wurde. Erstens wollen wir ja wissen, was verdienen die Leute, bevor wir einfach weiterfiltern. Ja, das heißt, ich kann hier einfach den Namen von diesem Anbieter hier nehmen und einfach schauen, was er tatsächlich so verdient. Da gibt es eine Seite, nennt sich socialplay.com, kannst du drauf gehen, ist kostenlos, gibst einfach den Namen von dem Kanal ein und da kannst du einfach ungefähr, wenn du den selektiert hast, das heißt auswählen, dann schauen, okay, was verdient er tatsächlich mit diesem Kanal und das sind geschätzte Werte. Ich kenne übrigens eine Person, ich möchte nicht erwähnen, an welcher Kategorie, der macht bis zu 50.000 Dollar jährlich einfach mit dieser Methode. Ja, das heißt, es funktioniert, natürlich ist ja Arbeit hier dahinter. Ja, das ist nicht so, so jetzt ohne was zu machen, nur das Video anzuschauen, ist das erledigt. Ich erkläre dir aber in diesem Video das komplett, wie du das machst, ohne Probleme zu bekommen, denn auf meinem Kanal geht es um Amazon FBA und wie du mit Amazon, mit dem Vertrieb von physischen Produkten Geld verdienst und dafür benötigst du Startkapital. Das ist der Grund, weshalb auch viele mir schreiben, Butrus, gibt es nicht weitere Methoden, mit denen wir Geld quasi oder Kapital ansammeln können, ohne jetzt tatsächlich irgendwie im Restaurant arbeiten zu gehen, schuften zu gehen. Wie geht das im Internet? Und das ist einer der unbekannten Methoden übrigens noch in Deutschland, die einfach sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, du kannst das anwenden. Schau mal, der verdient bis zu 152.000. Und jetzt können wir einfach den zweiten nehmen, der auch das Gleiche macht. Ich habe ja auch ein zweites Video vorhin gesehen. Das war der hier zum Beispiel. Da können wir einfach schauen, wer das hochgeladen hat. Der andere schien. Das sind diese Werbeeinnahmen oder diese Werbung, die einfach auf seinem Kanal erscheint. Die kannst du dann einfach einschalten lassen und da bekommst du halt dafür Geld. Da können wir einfach studieren hier nehmen, da merkt man, okay, Shuba Malik scheint ja ein Inder zu sein, das heißt, der verwendet halt diese Methode, der hat diese Methode entdeckt und da können wir einfach nochmal auf die Social Play Seite gehen oder einfach hier oben rechts angeben den Namen und dann sucht er, dann haben wir den jetzt hier gefunden, dann können wir einfach anschauen, was er so verdient, dann zeigt er mir, okay, der verdient nicht die Welt, 6.700 Dollar, aber für einen Inder ohne große Arbeit ist das vielleicht sehr, sehr viel Geld für einen Mensch, der in Indien lebt, weil die Lebensunterhaltskosten dort, sage ich mal, nicht so teuer sind wie in Deutschland. So, wie kannst du feststellen, dass diese Videos nicht geschützt sind? Ja, ganz einfach, du gibst zum Beispiel hier Top 10 Trains haben wir angegeben oder Top 10 Sports, dann machst du hier Filter und wenn du auf die Filterfunktion angeklickt hast, dann gibt es die Möglichkeit hier
Creative Commons anzuklicken. Das bitte anklicken, weil das sind dann Videos, die wieder verwendbar wären. Ja, das heißt, hier gibt es keine Urheberschutz, sage ich mal, Bestimmungen. Das heißt, keiner besitzt jetzt die Rechte auf diese Videos. Da kannst du drauf gehen und einfach diese Videos nehmen und neu hochladen. Wie machst du das? Ganz einfach, es gibt ja MP4-Downloader, YouTube-Downloader. Da musst du halt aufpassen, wenn du das in Google suchst. Das sind so Programme zum Downloaden von den Videos. Da gibt es tatsächlich dubiose Anbieter. Einfach schauen, dass du das bei einer seriösen Webseite downloaden kannst. Und dann hast du ein Tool, kannst du diese Videos, den Link von dem Video nehmen und das Video runterladen. Auf Fiverr.com ist eine günstige Möglichkeit, hast du hier eine günstige Möglichkeit, neue Bilder erstellen zu lassen. Ja, das heißt, hier hast du zum Beispiel die Möglichkeit, die nennen sich, das sind YouTube Thumbnail, das sind quasi diese Startbilder, das kannst du einfach hier suchen, habe ich ja gesucht. Und dann findest du Leute, die wirklich für 5 Dollar, für 5 Euro oder 5 Dollar diese Arbeit halt machen. Die sitzen, wie gesagt, meistens in Indien oder andere Länder in Asien, wo 5 Dollar oder 5 Euro für sie gutes Geld ist. Die machen vielleicht 10, 20 Aufträge am Tag und haben ihre 50 Euro und sind damit happy. Ja? Und das kannst du einfach hier holen, das heißt, du brauchst ein neues Startbild, damit du das Video hochladen kannst und dann machst du einen anderen Titel. Vielleicht suchst du dir einen anderen Titel, schaust einfach, du hast auf meinem Kanal gelernt, wie man einfach Keywords oder bestimmte Keywords für Amazon sucht. Das gleiche kannst du übrigens hier verwenden für YouTube. Das heißt, du schaust einfach, was suchen die Leute und tatsächlich platzierst du einfach da Videos in dem Bereich, änderst du einfach die Bilder, lässt du die Bilder ändern, wenn du nicht gut bist, weil die Bilder 80% ausmachen. Ja? Das heißt, das Galeriebild muss wirklich gut sein, dieses Thumbnail muss wirklich gut sein, dass die Leute auf das Video anklicken. Und ja, welche Nische willst du finden, welche Nischen kannst du hier angehen? Ja? Es ist dir überlassen, das heißt, du kannst zum Beispiel für Sport was machen. Sport wäre ein Thema, Top 10 Sport, da suchst du einfach, okay, was geht jetzt hier im Bereich Sport? Guck mal hier ein Video, 2,4 Millionen. Und wenn du das übrigens englischsprachig machst, dann kannst du sogar mehr Geld verdienen, weil du die ganze Welt erreichst, nicht nur Deutschland. Ja, das kannst du halt sehen, du kannst mehrere Channel aufbauen, das ist dir überlassen. Also das ist eine Methode, die nicht ganz schnell funktioniert. Es sei denn, das kann passieren, dass ein Video bei dir viral geht. Wenn ein Video viral geht, dann hast du wirklich dafür gesorgt, weil du hast so viele Besucher über ein Video. Wenn zum Beispiel hier ein Video bekommt 2,6 Millionen Klicks, dann ist dein Kanal gefeuert halt von YouTube. Und es ist wichtig, wenn du in einen Bereich reingehst, dass du auch deinem Bereich treu bleibst. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel im Bereich Sport reingehst, dass du auch einfach im Bereich Sport weiterbleibst. Damit Amazon, nicht Amazon, ich sage Amazon, weil ich viel über Amazon drehe, damit YouTube erkennt, okay, dein Kanal unterhält die Leute im Bereich Sport, dann weiß YouTube, dass dein Kanal wirklich einfach immer bestimmte Interessen von Menschen quasi anspricht und genau diese Menschen bekommen das halt empfohlen. Das ist halt der Hintergrund. Und für alle Plattformen, egal ob das YouTube, Instagram, wie auch immer, gibt es nur eine Sorge. Und diese Sorge lautet, wir möchten so viele Zuschauer wie möglich auf der Seite halten. Und wenn du dafür sorgst, dass die Leute unterhalten werden, dann, ja, wie gesagt, kannst du einfach gewinnen. Und das wird vergütet von YouTube, denn früher war ja der Vertriebskanal oder, sag ich mal, waren die Medien nur Fernsehen. Heute schaut kein Mensch mehr Fernsehen. Ich weiß nicht, schaust du eigentlich noch Fernsehen? Schreib mir das gerne hier in die Kommentare, ob du Fernsehen schaust. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass du einfach startest, egal mit welchem Projekt. Auch hier mit dieser Methode wirst du auch kein Geld verdienen, wenn du damit gar nicht startest. Ja, fang einfach an mit dem ersten Video, zweiten Video. Das kostet fast kein Risiko. Das heißt, das größte Risiko wäre, vielleicht sind hier die 5 Dollar, die du in einem Bild investierst. Und da kannst du einfach hier lernen. Ja, und benutzt das Ganze und wie gesagt, dieses Video wurde halt gemacht aufgrund der Anfrage, die ich immer oder den Anfragen, die ich immer wieder bekomme. Ja, Butrus, wie kann ich ohne Startkapital tatsächlich Geld im Internet verdienen? Schreib mir gerne, warum du Geld im Internet verdienen möchtest. Warum? Was ist denn dein Ziel damit? Das würde mich definitiv freuen. Schau dir die weiteren Videos auf meinem Kanal an. Da habe ich sehr, sehr viele Videos rund um das Thema Geld im Internet verdienen. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Video. Dein Butrus Said.